Ah. Okay. Gut. War die TO noch nicht auf dem aktuellen Stand? Dann kommen wir zum Satzungsänderungsantrag 08. Thomas, warum bleibst du nicht gleich hier oben? So, für, auf Dauer? Wie gesagt, bei den Programmerträgen mache ich das. Ja, mein Hobby, Mitgliederverwaltung, Mitgliederbetreuung. Wir müssen nach wie vor all und jeden einladen, der bei uns als Mitglied geführt wird, auch wenn wir festgestellt haben, dass wir den auf uns bekannten Kommunikationswegen, also weder via E-Mail noch via Post, schriftlich erreichen können. Und das führt in schöner Regelmäßigkeit zu um die 80 Rückläufer, die wir da produzieren für jede LMV und über das Land verteilt auch für jede KMV. Das sind Kosten, die da entstehen, die wir uns sparen können, wenn wir darauf verzichten, Menschen einladen zu müssen, von denen wir wissen, dass wir sie gar nicht erreichen können. Und das möchte ich halt mit diesem Satzungsänderungsantrag sicherstellen, dass uns da nichts passieren kann. Danke. Wollt ihr den Antrag diskutieren? Da kommt einer ans Mikro gelaufen. Das ist so. Korrekt einzuladen, alle einzuladen, die in der Datenbank stehen, sofern möglich, ist unabdingbar, das muss getan werden. Wenn es Mitglieder gibt, die immer schwerer erreichbar sind, sollte sich stattdessen darum bemüht werden, entweder Kontakt wiederherzustellen und mal offiziell nachzufragen, sag mal, willst du hier noch mitmachen, oder dir anderweitig tatsächlich zu streichen. Und nicht das, wäre meine Meinung. In einer idealen Welt bräuchten wir diesen Antrag nicht. Die Welt ist aber nicht ideal. Und das Problem existiert und ich denke, dieser Antrag gibt eine Lösungsmöglichkeit, gibt eine Lösungsmöglichkeit für dieses real existierende Problem. Ich finde diesen Antrag gut und würde ihm zustimmen. Ich würde auch bitten, diesen Antrag anzunehmen. Es ist nicht etwa so, dass wir nicht alles versuchen, diese Mitglieder, die uns abhanden kommen, wieder einzufangen. Nicht umsonst haben wir auch in unserem Mahnwesen und immer wieder weisen wir Mitglieder darauf hin, bitte meldet euch, bitte ändert eure Adressen um, seid irgendwie für uns erreichbar. Was wollen wir tun? Wir geben sehr viel Geld aus, wir schreiben einen Brief nach dem anderen, der jedes Mal zurückkommt und die Menschen sind selber aufgefordert, ihre Adresse zu melden. Mehr als nachfragen können wir nicht. Ich bin voll und ganz bei Tobias, dass wir die Mitglieder fragen sollten. Nur Mitglieder, die wir weder per Mail noch per Briefpost dauerhaft erreichen können, die sind für uns nicht erreichbar. Wenn Tobias da Lösungsalternativen kennt, möge er uns die mitteilen. Ansonsten bitte ich, diesen Antrag anzunehmen. Danke. Ja, Abschlussstatement. Jüngstes Ereignis war, wir haben eine zurückbekommen. Ich habe gesucht, wie kann ich diesen Menschen erreichen. Habe dann schließlich festgestellt, der arbeitet mittlerweile in Schweden, hat ein Twitter-Profil, auf dem er tatsächlich noch ein Piratenshirt trägt. Ich habe ihn angeschrieben, er möge sich doch mal bitte bei mir melden. Er folgt mir nicht, von daher ging es nicht per DM. Nichts ist passiert. Ich kann jetzt noch 100 Briefe an seine Adresse in Hannover schreiben, die werden immer wieder zurückkommen. Es bringt definitiv nichts, wenn die Leute nicht wollen oder nichts hinterlegt haben, mit dem man sie prinzipiell erreichen kann. Ich bitte um Zustimmung. Gut, dann kommen wir zur Abstimmung über diesen Satzungsänderungsantrag 08. Wer dafür ist, den Antrag anzunehmen, der möge bitte seine Karte heben. Gegenprobe, wer möchte ihn nicht?